Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir, offensichtlich. Dieses Mal ist es kein Vlog, sondern ich möchte ein bisschen mit euch feiern, dass wir jetzt 100 Abonnenten auf diesem Kanal versammelt haben. Wuhu! Manch einer würde sich wahrscheinlich jetzt einen schmunzeln, weil er sich denkt, 100 Abonnenten, hallo, heutzutage 2022, da ist das ja gar nichts. Aber ganz ehrlich, für mich ist das so ein richtiger Meilenstein, denn 100 Leute, die mich abonniert haben auf YouTube, ich meine, das ist für eine einzelne Person schon eine Menge. Ich habe mir das immer versucht, so in Klassenzimmern vorzustellen. Und ja, vorher hatte ich, keine Ahnung, irgendwann hatte ich mal 60 Abonnenten und da dachte ich mir so, okay, das sind halt zwei prall gefüllte Klassenzimmer. Das ist halt schon, wow. Und zur Feier, dass wir jetzt 100 Leute sind, beziehungsweise mit mir 100 und eine Person, egal, ihr wisst, wie ich es meine, möchte ich mit euch zusammen meinen ersten Vlog anschauen. Ich lese jetzt erstmal vor, was hier steht. Hallo, hier seht ihr meinen allerersten schlecht gefilmten, weil nur mit dem Handy aufgenommenen Vlog. Wusstet ihr, dass Vlog auch für Verband, Lebensmittel ohne Gentechnik stehen kann? Oh, Lea. Jetzt habt ihr ganz ungefragt diesen verdammt unnützen Fakt gelernt. Ja, vielen Dank. Ich gehe auf einen Kolleg, um über den zweiten Bildungsweg mein Abitur zu machen. Momentan befinde ich mich im ersten Jahr der Oberstufe. Oh Gott, in der K2 noch. Oh Gott. Mit diesen Videos möchte ich meine kreative Ader etwas ausleben. Und von daher ist vieles im Videoschnitt sicherlich noch etwas random. Es kann also nur besser werden. Ja, da habe ich auf jeden Fall recht. Ja. Und natürlich hoffe ich, den, die eine... oder andere inspirieren zu können. Who knows? Beste Grüße, Lea. PS, ich mache hier keine bezahlte Werbung für irgendwas, was im Video zu sehen ist. Das sind einfach Dinge, die ich halt so im Alltag verwende oder esse. Vorzugsweise esse. Dann würde ich sagen, Aufnahme läuft. Legen wir los. Hallo, mein Name ist Lea und hier seht ihr meinen ersten Vlog. Und auch den schönen Ausblick aus meinem Vlog. Ich muss hier direkt mal anhalten, weil mir gerade auffällt, dass ich ja die Kopfhörer gar nicht brauche. Ich wollte nämlich vorhin eigentlich am PC das Teil ansehen, aber da hatte ich kein Aufnahmeprogramm. Und ja, hier an meinem iPad kann ich ja einfach die Bildschirmaufnahme aktivieren, von daher ist das ein bisschen einfacher. Okay, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. I'm sorry, okay. Jetzt bin ich Hallo, bereit. Mein Name ist Lea und hier seht ihr meinen ersten Vlog und auch... einen schönen Ausblick aus meinem Wohnheimzimmer. Wie ich damals noch dachte, dass es eine gute Idee ist, drei Bilder auf denen oder drei Videoausschnitte, auf denen gleichzeitig sehr viel passiert, nebeneinander zu packen, das ist halt super anstrengend eigentlich. Man kann sich ja auch nur auf eine Sache konzentrieren. Ja, ne. Also wenn das jetzt ähnliche Dinge sind, wie jetzt zum Beispiel... dass jemand Yoga macht und du hast halt zwei oder drei verschiedene Posen und diese nebeneinander. Das finde ich wieder okay, aber hier, da ist so viel los. Da haben wir das... Hallo, mein Name ist Lea und... Ja, laber nix. Da hast du ja... schönen Ausblick aus Da hast du ja Raben, da hast du ja Eichhörnchen ohne Ende. Also das musst du ja eigentlich dreimal angucken, um das zu checken, was da abgeht. Ach, Yoga müsste ich auch mal wieder machen. Ja, das ist einfach ein Kaninchen vorbeigerannt. Ich war einfach so, what the fuck just happened? Das dachte sich einfach so, YOLO. Krass. Das war irgendwie cool. An meinem Kolleg gibt es eine Neigungsgruppe Schülergarten. Und da hält man den Schülergarten in Schuss. Kann aber auch an Projekten arbeiten, wie an einem neuen Hochbeet zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall ganz nett, um mal an die frische Luft zu kommen. Zwischen all den Lernsessions. Vor allen Dingen ist es halt scheiße anstrengend, ne? Also ich weiß gar nicht, wie oft ich so einen halben Kreislauf-Kollaps hatte, nur weil ich da irgendwie ein, zwei Stunden Laub aufgerecht und gesammelt habe. Also es war schon anstrengend. Aber ja, es ist schon ein guter Ausgleich. Also zu dem Zeitpunkt habe ich ja
jetzt muss ich überlegen, nee, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht am Joggen. Das habe ich erst so ab Pfingsten 2021 angefangen. Also jetzt über ein Jahr jogge ich relativ regelmäßig. Aber davor wirklich nur Yoga, wie ihr ja jetzt gesehen habt. Und puh, ey, da war ich sehr, sehr schnell fertig mit der Welt, wenn ich mal ein bisschen körperliche Arbeit getätigt habe. Naja. Ja, Gemeinschaftsraum. Oh, da habe ich meinen Kanal erstellt. Also ich bin mal ganz ehrlich, als ich das letzte Mal einen YouTube-Channel hatte, da war das alles noch ein bisschen einfacher. Ja, da hatte ich noch einen Let's Play-Kanal, ne? Mhm. Boah, ey, also, Alter. Let me tell you. Ich liebe ja den Herrn Fischer, ne, als Englischlehrer. Aber diese fucking Vokabeltests, ne, jetzt kann ich es endlich mal sagen, jetzt wo ich da weg bin und nicht mehr benotet werde von ihm. Nee, aber, oh, das war immer ein Krampf, die vorzubereiten. Also mein Beileid solltet ihr ihn als Lehrer haben. Er ist ein super Lehrer, ne? Super nett. Der kann alles, aber diese Vokabeltests sind ein Pain in the ass. Das ist der Wasserturm. Dieses Gelbe da. Oh mein Gott, das ist so verpixelt, ne? Meine Skills sind ein bisschen besser geworden, was Rendern auch angeht, würde ich behaupten. Ja, ist auf jeden Fall der Wasserturm, den ihr da rechts seht, von Schweinfurt. Da habe ich noch in Würzburg gewohnt. Stimmt. Natürlich immer schön Hausaufgaben im Zug gemacht, ne? Oder gelernt. Würzburg, ja, der Kiliansbrunnen, den man hier sieht, ist direkt am Hauptbahnhof von Würzburg mit Blick in die Kaiserstraße. Das war mein Freund. Da sind wir wieder in Schweinfurt. So, und hier habe ich so eine Art Mittelaltergewand an, weil ich in einer englischen Presentation über nordische Mythologie gesprochen habe. Sehr kreativ. Also gestern kamen wieder neue Zahlen raus und ja, sie liegen leider bei über 50 Inzidenzfälle. Das ist auch so ein Ding, ne? Ich weiß noch, wie krass man auf diese Inzidenzfälle geschaut hat damals und man ganz genau wusste irgendwie, wenn diese Zahl überschritten ist, dann darf man XY nicht mehr oder was auch immer. Und jetzt kann ich mich schon da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Also das ist wieder Gras von gestern, wie man zu sagen pflegt. Bei 100.000 Einwohnern. Und ich hoffe sehr, dass es nicht sein wird. Hey, wir machen wieder Online-Unterricht. Alter, Online-Unterricht, ne? Das war wirklich das Anstrengendste, was ich erlebt habe am Bayern-Kolleg, würde ich behaupten. Das war echt nicht lustig. Also dieses, ich meine, sicherlich können da viele relaten, die in der Zeit auch irgendwie in der Schule waren oder im Studium oder so. Das war halt echt nicht witzig. Oh, ich war so froh, wie wir dann wieder im Klassenzimmer sein konnten. Einfach diese ganze Gemeinschaft, diese Atmosphäre, die im Klassenzimmer herrscht, das ist einfach, da hast du viel mehr Bock mitzumachen. Wenn du dann daheim hockst und dann rennen da irgendwie noch Leute rum und labern auf dich ein, während du versuchst, dem Unterricht zu folgen, das ist halt einfach richtig uncool. Ich hasse Online-Unterricht. Yes, girl. I do. Sollte auch mal wieder Yoga machen.
sei jetzt mal dahingestellt. Also, oh, das habe ich so oft gegessen. Das habe ich so fucking oft gegessen. Oh mein Gott. Das ist so ein veganer Käse, also Schmelzkäse von, ich glaube, Beda heißt die Marke. Und dann habe ich praktisch diesen Käse immer erst so in die Pfanne rein und den erstmal schmelzen lassen. Und dann habe ich die Nachos reingeworfen und dann alles vermengt. Ein bisschen, ich weiß gar nicht, habe ich da noch Gewürz drauf oder so? Nee, ne? Boah, und dann habe ich das ist schockgeil. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Szenario, bei dem ein Jugendlicher... Oh, wie süß! Wait, oh mein Gott. Habe ich sie richtig geschrieben, beide? Ja. Gott sei Dank, das wäre jetzt peinlich gewesen. Ja, die liebe Esther Liova und Law Student Saskia. Ja, die schaue ich immer noch. Ein Jugendlicher... Oh, unser Yoga-P-Seminar. Oh, meine Pinguinsocken. Darf ich vorstellen? Mein treuer, alter, langsamer Drucker, der ungefähr 2 Jahrzehnte braucht. Der steht hier übrigens immer noch. Gedruckt hat. Aber hey, immerhin funktioniert er. Danke, dass ich dich habe, lieber Drucker. Ja, ich habe ihn immer noch. Und er ist sehr nützlich. Ja, so schön dick eingepackt sitze ich jetzt im Unterricht momentan, weil ja immer mal wieder gelüftet werden. Darüber hatte ich es gerade mit dem Partner von meiner Mama. Wir haben es gerade wieder gehabt am Esstisch. Dieses Lüften bei Eiseskälte, es war so der Horror, aber... Das war mir immer noch lieber als Online-Unterrichten, das will was heißen. Muss, aber das ist schon okay. Ich ziehe mich gerne dick und mollig an. Dick und mollig. Ich finde es übrigens total cool, einen Gemeinschaftsraum zu haben. Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter. Ja. Und was mir sehr wichtig geworden ist, ist, mich zu stretchen und ein bisschen zu meditieren, obwohl ich da ein totaler Anfänger bin. Aber hey, jeder muss irgendwo anfangen. Und morgens liebe ich es tatsächlich, mein Bett zu machen, zumindest im Wohnheim. Ja, und so lerne ich zum Teil. Ich mache dann immer so komische Zeichnungen und ja, dieses kleine Etwas, das aussieht wie ein Küken mit einem Schwert. Das ist die Wehrmacht. Ja, lüften ist wichtig, ne? Immer schön die Fenster aufreißen und... Oh, das ist ein Vogelnest. Boah, das war immer irgendwie richtig wohltuend. Dieses einmal in der Woche, dass ich komplett mein Zimmer geputzt habe, beziehungsweise dieses Schreibtischareal, wo ich gelernt habe, das war für mich immer so gut. Und auch den Müll rauszubringen, irgendwie hat sich das immer sehr gut angefühlt. Und damals bin ich ja dann noch nach Würzburg gefahren, da habe ich ja dort noch gewohnt. Irgendwie war das schön. Keine Ahnung, komisch. Den Blick werde ich vermissen. Den Blick werde ich nicht vermissen. Das ist meine ehemalige Wohnung in Würzburg mit meinem damaligen Freund. Das ist Staubi. Staubi ist immer noch bei mir. War auch schön die Zeit, doch. Als ich dann wieder zu Hause war, ist mir aufgefallen, wie verkalkt einfach unser Wasserkocher war. Und ja, ganz ehrlich, rein mit der Zitronensäure. Obwohl ich das total hasse, wenn der so verkalkt ist, weil man einfach nicht drauf achtet. Es ist so schön, dabei zuzusehen, wie der Kalk langsam verfindet. Ja, ist schon sehr befriedigend. Alles wieder klar ist. Yeah. Ja, und dann geht's ans Lernen, ne? Ich stehe relativ früh auf. Ich glaube, an dem Tag war es irgendwie um 7 Uhr oder sogar früher. Ah nee, ich war sogar früher. Wo habe ich denn diesen Bademantel gelassen? Ja, obligatorischer Tee, ganz wichtig, ganz wichtig. Und dann wird sich erstmal an Kimi gesetzt. Oh Gott, Kimi. Denn am Montag schreiben wir einen kleinen Leistungsnachweis. Oh, die sind so lecker. Oh mein Gott, da habe ich jetzt auch Bock drauf. Müsste ich auch mal wieder machen. Meine arme Haut. Ah, ist doch ein bisschen frisch, ne? Ich habe mich noch mit einer meiner engsten Freundinnen
in meinem Lieblingscafé getroffen. Wow. Es ist richtig schön gemacht. Matcha Latte. Gott sei Dank bin ich gerade sowas von voll. Vielen Dank fürs Schauen. Mitgespielt haben Lea, die Füße diverser Mitschüler, ein super süßes Eichhörnchen, ein Schwamm Krähen auf Englisch am Murder of Crows und Staubi, der Staubsaugroboter. Ja, that's it. Das war mein erster Vlog, den ich auf YouTube hochgeladen habe. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten. Ich meine, das ist das Billigste, was wir hätten machen können als 100 Abonnenten-Special. Aber ja, ich hatte irgendwie Bock, eine Kleinigkeit zu machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace.